Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Rust. In der vorigen Folge haben wir mit unseren geschmolzenen Metallfragmenten eine Werkbank hergestellt und etwas im Technologiebaum erforscht. Und jetzt hoffen wir, dass unsere Base die Nacht überstanden hat und schauen, was auf dem Server los ist. Viel Spaß! Und wir machen uns also nicht da, also graded sind wir selber nicht da. So. 300 Metall. Hey, wir sind halt nice. Bangwood. Hey, wir sind halt nicht raided worden, gell? Ah, oh, das Pferd ist trotzdem weg. Wenn das Pferd wirklich gestorben ist in der Zeit, muss ich leider sagen, dass das relativ schwierig ist, das Pferd zu halten. Ja, wobei, wenn du mal einen Garten hast, wenn du ein paar Gartenpixen aufstellst aufs Dach. Stimmt, eigentlich müssten wir einen Garten erforschen, oder wie das geht. Wie wird denn so ein Gartenbeet heißen? Ich will mal Beet ein. Es gibt Holzmütze. Das kannst du, man kann es jetzt schon bauen, also man hat das Ding, ein kleines kann man jetzt schon bauen. Kleine. Da Small Planter Box. Planter Box? Small Planter with enough room to plant 3 seeds. 100 Hut, aber du brauchst auch so eine Zeltplane. Also eine Plane halt. Das ist das Problem. Wir müssen einmal looten gehen. Aber wie findest du das an? Kannst du nur auf Deutsch stellen? Warum sie auf Deutsch stellen, Alex? Ja, weiß nicht. Deutsch ist für dich, okay? Das ging gerade auf. Jetzt sehe da rechts. Einfach unter allgemein und wenn es dann nicht logisch passt. Kleine Pflanzkistane. Da gibt es sicher große. Herkriegt. Da gibt es große Pflanzkiste. Wo siehst du das? Der ist auch noch gesperrt. Warum siehst du gesperrte Sachen? Das findest du aber nur an, wenn du es googelst da unten. Das finde ich so komisch. Weil ich hätte gerne da eine Einstellung, dass ich alle gesperrten sehe. Um 9 PAD brauchen wir, oder passt du mit zwei Planen kriegst du. Ja, aber der ist gesperrt, was mir aber wundert, dass sie jetzt nicht steht, was sie braucht. Weil bei dem Lagermonitor zum Beispiel steht, braucht Werkbank Stufe 2. Bei dem steht einfach nichts. Ja, aber dem ist wahrscheinlich nur was der Erforschende. Der kann sicher in unserem Forschungs. Wo ist denn das? Bauen wir das im Lauf. Wie viele Leute sind da eigentlich gerade am Server? Wie sieht man das am schnellsten? Vom Einloggen siehst du das relativ schnell. Wo ist unser Forschungskiste? Hey, das aber wie machen wir das allererstes? Nein, das Zone-Challenge-Shows machen wir erst, wenn die Boys kommen. Ich hätte gesagt, wir lassen die Base mal so, wie sie ist. Mehr oder weniger. Warum hat das nur 202 Leben? Das ist eine gute Frage. Nimmt das ab, wenn es in einer Ding drinnen ist, in einer Box? Das ist möglich. Was brauche ich da zum Reparieren, oder? Sehe ich das irgendwie? Wie sehe ich das, was ich zum Reparieren brauche? Gute Frage, ich habe nicht einmal einen richtigen Hammer. Hoppala. Hab sie uns mit dem Hammer. Jedes Mal beim Aufheben verliert's Leben, Alex! Ja, moin. Ich kann hinsetzen. Ist es jetzt hin? Nein, muss es reparieren? Ja, dann müssen wir den repariert, Johnny. Ja, mach den einmal. Ja, da brauche ich die Werkbank. Nein, ich glaube, ich kann ihn schon machen. Mach. Ich kann ihn machen, brauch nur Metallfragmente. Ich mal auf und wird leben, Assau. Ja, das wollte ich dir nämlich absagen. Das heißt, das spült sich anscheinend nichts, gell? Stufe 1 Werkbank erforderlich. Ist das nicht eine Stufe 1 da? Nein, ist es nicht. Nein, wir müssen das jetzt noch einmal craften. No joke. Guck, es ist eine Stufe 1 Werkbank erforderlich, die was du gerade zerstört hast, gell? Weiß ich nicht. Werkbank Stufe 1, ja. Ja, wow. Ja, da müssen wir den nochmal craften. Das wird wohl nichts vorbeigehen. Was ist denn da mit den Elfen los? Die Frage ist. Holst du wieder weg? Hä? Ich geh mal holzen, Alex. Ich hol das Holz da aus, Alter. Zack, zack. Und ich craft einfach gerade. Ich bin auch auf Beinhart. Hey! Wir brauchen aber das Reparatur. Ja, wurscht. Wurscht, ich stell's einfach her. Guck, ich meine damit, wir müssen es jetzt nicht mehr reparieren, weil wir haben jetzt ein neues. Alex, die ganzen Bären da draußen sind weg, die du angesetzt hast. Ja, ich glaube, ich habe da allgemein irgendwas falsch gemacht. Ich wollte aus. Ja, Ende, das hat wirklich einer auch komplett abgefarmt, das kann schon easy sein. Mhm. Oder sie werden kaputt. Über Zeit. Das ist mein Pferd, warum das? Aber es hat relativ schnell gestern ein Ding verloren.
selbst nichts mehr zum Essen gehabt. Ich glaube nicht, dass das Pferd wer cool hätte. Ich glaube nicht, weil dann hätte er die Waffen und alles mitgenommen. Also. Ja, das heißt, wir müssen aber auf Fuji aufpassen heute. Wo willst du das tolle Werkding jetzt da hinstellen eigentlich? Ja, stell's irgendwo hin, wo sie halt nicht im Weg ist, oder? Ja, das ist immer so leicht gesagt jetzt. Ich stell's einmal so seitlich ein, weil da können wir wahrscheinlich eh keine Kisten mehr. Wobei, ich stell's einfach so ins Eck. Oder rum ist halt starr, alter Irre. Technologiebaum. Der sind wir gleich. Du meinst, dass wir plane? Große Pflanzkiste, ja? Könnte ich schon machen fast. Echt? Ja, dann muss ich 40 Scrap opfern. Die Frage ist nur, brauchen wir das überhaupt oder ist das Komfort? Na schau mal, ich kann mit 200 und 2 Planen 9 Samen machen. Ja, deswegen würde ich gleich die große bauen. Und sonst können wir wahrscheinlich nur 3. 3 mit 1, das heißt wir können 1,5 mehr pro Plane. Ja. Ich würde die große schon machen. Ja, dann machen wir die große. Ja, das heißt, wir haben unseren ganzen Metallschrott für das jetzt opfern, Alter, und das war's. Ja, wir müssen sowieso looten gehen, mit Deutschland, wir brauchen Planen und so, also wir müssen sowieso mal looten gehen. Ja, ich opfer den mit Deutschland trotzdem jetzt schon, Batsch. Ja, ja, opfer. Batsch. Jetzt können wir das machen, aber wir haben halt keine Planen, das ist super. Server restarting in 87 Sekunden. Also ob. Abo. Ich schon jetzt lang da. Das ist jetzt Druck setzt, doch heute ist Tag 7, Alex, ist das nicht der 7 Tage Server? Der Philipp hat gemeint mehr, aber mir ist vorkommen, das steht wöchentlich. Ja, schauen wir mal, was der Restart bewirkt. Also sonst, die Waffen nicht einmal ausprobiert. Ah, oh, wir kennen uns, sieht man schon aus. Wir kennen uns früh aus. Metallfragmente beim Nachbarn. Beim Nachbarn harzen, Alter. Ja. Achso, den Reparaturdings wollte ich nachschauen. Den werden wir aber, soll ich den herstellen dennoch? Ich stelle den einfach mal her. Wir haben's ja. Hey, guck, ich bin aber auch nicht wirklich abgeneigt davon, einfach nur Hoodspace zu haben. Und dann auf Metall wahrscheinlich abzugraden. Ja. Und Stahl überspringen. Ja. Coach los machen wir erst, wenn die Johnnies online kommen, oder? Ja, warte mal auf den Server Restart, ja. Warte mal. Ich glaube, dass ich da zurücksetze, ich will meine Server auf dem Server wissen. Ja, die machen noch eine Reparaturbank schnell. Fireworks? Sind das echt Fireworks? Ich schau mal aus. Ja, Fireworks. Siehst du's? Ja. Ich glaube, der Server Reset erzählt, warum Hans uns die ganzen Schüsse und alles ausgegraut. Das kann nicht sein. Aber da muss ich sagen, dass ich Wochen eigentlich zu kurz finde. Ja, weil so viel spielen wir dann auch nicht. Ich glaube, zum Ausprobieren und so wäre Dinge nicht länger, das selber besser. Du wirst dann einfach mehr Ressourcen hast zum. Ja, weil wir auch länger brauchen. Ja. Ja, weil wir nicht wissen, was wir wirklich machen sollen. Wie es effizient ist und so Geschichten. Wahrscheinlich ist wirklich der Plan, Base einfach übernehmen von anderen Spielern fast sogar besser. Aber natürlich musst du eine offene anfinden, die was recht viel drinnen hat. Aber der steht dann wieder mitten an der Bumper, wo ich nicht sein würde, das ist halt alles. Ich finde das Spotter von uns aber ziemlich geil, Alter. Den finde ich ja eins auch, ja. Wenn es jetzt andere Basen vor, ich sehe das Feuerwerk nicht gucken. Schwierig. Was? Sieht das? Ah, da hinten ist das Feuerwerk. Jetzt willst du mal da mal hinlaufen? Ja, Mann, ich tue mal gut sein. Damit da oben noch Geld. Das ist immer das Wichtigste im Leben. Alter. Ich lauf da mal hin. Wir haben ja nur noch ein paar Minuten. Ja, wenn das wirklich stimmt. Das war die andere Frage. Aber ich würde meinen, das ist auch so.
Ich ruf mir ein. Da hat der Bären eingelagert und ich hab's Pferd hungern lassen, oder was? Was? Da schießen wir beim Feuerwerk in der Nähe. Nie rennt dahin. Das kennt ihr recht. Die Superkisten ist voll. Glaubst du, das Feuerwerk der Server oder ein Spüler? Spülergang. Da hast du die überschüssige Ressourcen halt noch. Also wenn er wirklich reset. Ich sehe schon der tun da. Dann schießen da zwei Spüler. Das kann natürlich auch sein, dass der Server so einmal am Tag restartet oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber dann werden die Der ist da oben! Da oben ist er, oben drauf und macht Feuerwerke. Weißt du, wie er seine Base baut? Mit Barrikaden oder wie das heißt, rundherum. Sollen wir einen Speer aufhören? So ein Speerputsch. Ich meine, wenn der Server nicht restartet, bin ich da jetzt mit unserer Reparaturbank spazieren gegangen. Ehre. Oha, er schießt neben mir. Da haben sie sich einmal ganz zurückgestiefelt. Zum Feuerwerk? Da oben schießt auch für ein Feuerwerk. Also dick gemacht, Cookie. Da, Alex, direkt, du bist ja verzweifelt gegangen. Enter. No. Slash all. No. Slash S. Slash A. Du bist gesehen, dass du meine Nachricht. Von restartet jetzt. Alex! Wo bist du? Im Haus? Bist du fast im Haus? Angst, Alex. Ich hab keinen Revolver mit, nur einen Speer. Alex, wir haben. Ich bin verhungern. Alex, hätten wir bitte gehen? Angst. Hello, I'm friendly. Friendly guy. Alex! Da rennen drei Leute vorbei! Drei Leute? Was machen die? Na, vorbei. Ich glaube, er hat Angst gehabt von dir. Wir holen uns den, oder? Da rennt der Johnny, hat irgendwas Cooles? Keine Ahnung. Er rennt nämlich auch zum Feuerwerk. 3 Minuten noch. Oder so. 2 Minuten eigentlich. Der Johnny rennt zum Feuerwerk. So, wo ist der Drama, Alex? Die Idee da, gell? Ja, und du sagst, die bauen immer alle klar, weil das schaut immer groß ist. Jalla! Da liegt einer. Wie eine Bombe, Alter. Yo, guys, you want AKs? You want AKs? Der hat die ganzen Sachen. Lol, da schmeißt der einfach Dinge. Sturmgewehr. Akzente. Oha! Boom. Er hat mir ein Sturmgewehr aufgenallt. Ja, weil du es nicht genommen hast, da ist ein Zelt abgeschissen mit. Like! Was? Wir waren zum Haus, oder? Was? Guck, ich trau mich nicht, unser Sturmgewehr nehmen und jetzt umlaufen. Lebst du noch? Nein, ich bin respawned, aber das geht zur Zeit hier nicht mehr aus. Also, wir können zusammenfassen. Wir haben es geschafft, eine kleine Base zu machen, die was sogar über Nacht gehalten hat.
Und? Eigentlich kommt nicht rein. Da kommt ein Heide, wir können uns jetzt verabschieden von dem tollen Gebäude. Ja. Cookie, für die nächste Base würdest du die auch noch um 1 breiter bauen und dann ist es sau viel Platz. Ja, breiter. Weiß ich gar nicht, weil da musst du in die Mitte Sachen stellen. Ja, oder eins länger. Ich würde es eins länger bauen und weiß nicht, die Stirn ist halt. Oder das Obergeschoss, ja. Das hat halt jetzt viel Ressourcen gekostet. Ob wir das am Anfang vielleicht gar nicht bauen? Ich würde es echt fast gar nicht bauen. Weißt du, weil es dir halt einen Haufen Ressourcen spaß, wenn es einfach ein Dach hat drauf klatscht. Ja, aber so die Doppeltür da finde ich eine relativ gute Lösung. Ja. Okay. 8 Sekunden, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aber wahrscheinlich. Ja. Wir werden einmal gekickt werden. Werden wir gekickt werden. So, Bristol. Ja. Ja. Ich sage ja immer, Cookie, nach Server Restart. Neuer Server, neues Glück, oder? Neue Map. Du gerade LAN. So. Ich bin irgendwo. Und ja, die Map schaut anders aus. Ich bin links oben F2. Ich bin auch links, aber ich bin F12. Du bist die ganze. Ja, weißt du, wie unser D1 in den Folgen selber ausgewählt habe, actually? Actually, habe ich auf die Map geschaut, wo es richtig waldig ist. Wo ein paar Sachen in der Nähe sind, habe gesagt, da setzen wir uns her, das war ein richtig cooler Spot. Luckyerweise. Ja, müsst ihr das so machen, Alex? Da wir jetzt beide links sind, schätze ich mal, wir werden das nicht komplizierter machen als es ist und wenn links Cookies erzählen wir eigentlich den Boys davon, dass wir schon die richtigen Powers waren gestern. Alter, mich wollte gerade wer umbringen, Alter, jetzt hab ich ihn umgebracht. Mit dem Stab? Ja, ja, ich bin ein kompletter Nap. Ja, er ist mit dem Stab mitzugekommen. Und du hast ihn mit dem Stab oder mit dem Speer? Nein, ah, ich hab schon ein Ding mit dem Speer, weil er nicht kann. Aber ich hab schon ein Ding gehabt. Blöder Baba. Ja, da ist es schon. Ja, nein, hier. Bei dem komischen Gebäude da. Bei dem Dreieckchen, gell, ja? Ich bin hinter dir. Komm mal. Alex, ja. Hallo. Beim Baum? Ja. Hey, da war der andere Fucker gerade. Ja, ich hätte gesagt, Plan Nummer 1. Wir tun Hanf sammeln. Damit wir wenigstens nicht die ganze Zeit uns suchen müssen. Ja, ich hab 20 Hanf. Also 30. Da ist mein 30. Warte. Ich hab 30 Stoff. Nice. Ah, hey, kann ich die nicht hätten? Die mal stellen so. Problem ist, ich verhungere gar nichts. Ich verhungere überhaupt. Da kann das zum Essen geben. Und Ambuls. Dann bin ich satt. Ein, du aufteilen, ich bin der Noble 5. Wow, es lag gerade bei mir. What the heck? Jetzt geht's wieder. Nehmen wir mal die Einladung an. Wie geht das nochmal? Ja, der Pulator und unten links wahrscheinlich. Ah ja. Ja, und jetzt. Du hast schon genug, gell? Ich hab schon Schlafsack gestellt, ja. Ja, die Frage. Ah, wir müssen sowieso einen Baseplatz finden, bevor wir einen einsetzen. Naja, aber wenn einer von uns da stirbt. Ja, dann kann ich schon setzen. Ja, aber wenn du stirbst, das ist schwierig, dann schwierig, schwierig. Auslaufen und einen anderen hinmachen. Ah ja. Dann machen wir uns einmal einen Speer, oder? Probier. Machen wir uns einen Speer. Irgendwie bei Olaf mit dem Stab. Du hast eine Feier gemacht? Ja. Die machen wir nicht zum Essen. Braucht er. Mach einen Steinspeer. Steinspeer. Wo musst du vorher was trinken? Nein, ich brauche nicht mehr. Willst du echt zur Base wo ich laufen? Das ist actually gar nicht weit weg. Da unten.
Der macht, wie viel macht der Holzspeer? Der macht 25 mit der Starspeer. Was gleich fertig ist. 130. 130, nice. Das heißt, ich schaffe ein Spiel wahrscheinlich 2-Hit, weil er nicht immer 100 AP hat. Ja, ich war echt was zum Trinken mit David Vision. Ja. Wo war das? War es weit weg? Nein, es war nicht weit weg. Der hat wieder angeschossen. Ja, ich bin abgeschossen. Bist du schon hin? Nein, wir sind schon nicht. Ich bin noch verbunden. Am Boden bist du? Jo, aber passt mir 13, also das ist sowieso ein Schwachstellzeller. Oh ne! Mir da irgendwas. Ich bin zu rot. Ich verstehe nicht warum. Egal, ich baue da schon das Bett her. Schlafsack. Freund geben. Danke fürs Zuschauen, falls es die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Servus!